freue mich sehr, dass ich jetzt noch Gelegenheit habe, als Hirnforscher ein wenig zu dieser unglaublich interessanten Veranstaltung beitragen zu können. Ist das so akustisch alles in Ordnung? Fact. Können wir so weitermachen? Sie können loslegen. Sehr schön. So, als Hirnforscher, also als Neurobiologe, kann ich ja zunächst erstmal beitragen, und das ist ja eine der wichtigsten Entdeckungen, die wir in diesem Bereich gemacht haben, dass das menschliche Hirn doch viel plastischer, viel formbarer, viel umbaubarer ist, als wir das bisher für möglich gehalten haben. Und das gibt ja auch Hoffnung für das, was da noch alles so auf uns zukommt. Und dass diese Umbauprozesse zeitlebens stattfinden, deutet schon darauf hin, dass es eine Rückkehr in einen Normalzustand, was immer das für ein Zustand dann gewesen sein mag, dann sowieso nicht geben kann. Was mich wirklich interessiert und was ich heute mit Ihnen ein bisschen besprechen möchte, ist, wie eigentlich sich bestimmte Vernetzungen im Hirn, die dann unser Denken, unser Fühlen und Handeln bestimmen, wie die im Hirn herausgebildet werden und wie die dann stabilisiert werden. Es geht mir eigentlich darum, ein Verständnis dafür zu wecken, warum Menschen so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind. Und das ist ja auch eine Situation, die wir jetzt mit der Krise erleben, wo wir feststellen, manches hätten wir gar nicht erwartet und manches macht uns auch große Sorgen. Also gegenwärtig geht die Lernforschung davon aus, dass Lernen stattfindet durch Training, durch Üben und dann durch Konditionierung und dann auch, dass man dabei Erfolg haben muss. Und dann wissen wir aus der Hirnforschung auch, dass es da Belohnungszentren im Hirn gibt, die dann aktiviert werden und die dann dazu führen, dass man das Gelernte dann besser behält. Und in der Praxis setzen wir das in unseren Schulen um. Auch dort geht es, oder auch im Gesellschaftlichen eben auch, wenn es jetzt um die Frage geht, wie bringen wir Menschen dazu, dass sie sich öffnen für die Maßnahmen, die jetzt notwendig sind in so einer schwierigen Situation. Wir versuchen es durch Wiederholen, also immer wieder die Botschaft wiederholen und dann versuchen wir es natürlich auch mit Belohnungen und wenn das nicht hilft, dann eben mit Bestrafungen. Und das ist auch alles richtig und das ist auch wissenschaftlich belegt. Aber es ist eben auch richtig und auch wissenschaftlich belegt, dass das Lernen, wenn wir das jetzt mal etwas weiterfassen, dass das Lernen ein Grundmerkmal von allem Lebendigen ist. Also Lebewesen, die nichts mehr lernen können, die sind tot. Und deshalb lernen alle Lebewesen ständig und die lernen ihre inneren Beziehungen, die Beziehungen ihrer inneren Konstituenten immer wieder neu zu organisieren, sodass das am Ende ihrem Überleben und ihrer Reproduktion dient. Das ist alles erstmal ganz okay und das machen Zellen so, Einzeller, das machen ganze Organismen so, das macht unser Gehirn so. Und das machen auch soziale Systeme so. Also jede Familie lernt etwas, Unternehmen können was lernen. Wir kennen lernfähige Organisationen. Natürlich kann auch eine Gesellschaft was lernen. Und deshalb ist es so interessant, mal zu gucken, wie dieses Lernen dann eigentlich funktioniert. Und da gibt es eine ganz banale Grundlage. Und das ist offenbar der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Da sind wir in der Vergangenheit gar nicht so richtig drauf gekommen, dass nämlich alle lebenden Systeme, alle Organismen, alle Lebewesen darauf angewiesen sind, ihre innere Struktur und ihre Funktion aufrechtzuerhalten und dass sie dazu Energie brauchen. Und diejenigen, die es nicht schaffen, diesen Energieaufwand zur Aufrechterhaltung ihrer Struktur und Funktion auch sozusagen in der erforderlichen Menge zu beschaffen oder mit anderen Worten, die zu viel Energie verbrauchen, die würden dann nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik sich nicht mehr erhalten können. So, und der Zustand, in dem das menschliche Hirn oder auch eine Gesellschaft die wenigste Energie verbraucht, den nennen die Hirnforscher Kohärenz. Also das ist ein Zustand, da passt einfach alles. Im Hirn würde dann vorn und hinten alles gut zusammenpassen. Die bisher gemachten Erfahrungen würden zu dem passen, was da im Augenblick gerade eintritt und als Wahrnehmung ins Gehirn weitergeleitet wird. Es passt dann vielleicht auch das Denken, Fühlen und Handeln einer Person wunderbar zusammen. Die Seele und der Geist und was man da noch so alles will. Man lebt dann vielleicht auch in einer Gemeinschaft mit anderen, wo auch alles zusammenpasst. Also Sie merken, es gibt einen Zustand von Kohärenz, der dadurch gekennzeichnet ist, dass dadurch, weil alles so gut aufeinander abgestimmt ist, relativ wenig Energie verbraucht. So, und diesen Zustand streben alle lebenden Systeme an, auch wir Menschen, auch unsere Gesellschaft.
Und das heißt, wir versuchen eigentlich alle immer Energie zu sparen, indem wir etwas, was nicht mehr passt, wieder passend zu machen versuchen. Und wenn es nicht mehr passt, dann heißt das Inkohärenz. Also immer dann, wenn etwas passiert, und es passiert eben immer etwas, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Es gibt diesen Zustand, den ein Lebewesen erreichen könnte, wo alles passt, wo alles total kohärent ist, den gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur eine Vorstellung. Das ist sozusagen das, wo sie alle hinwollen. Aber das reale Leben spielt sich dort ab, wo diese Lebenssysteme ja aufgrund ihrer Offenheit ständig mit irgendwas konfrontiert sind, was sie stört. Und dann kommt es immer wieder zu Inkohärenzen. Im Hirn führt das dazu, sie haben eine bestimmte Erwartung, zum Beispiel, dass wir doch alles im Griff haben. Und dann stellen sie fest, das kommt doch nicht so, wie sie das erwartet haben. Und dann kommt es in diesen Bereichen des Hirns, das ist dann das Frontalhirn, wo sie diese Erwartungen aufbauen, kommt es zu einem Durcheinander. So, das nennen die Hirnforscher Arousal. Da feuern die Nervenzellen durcheinander. Das braucht natürlich einen Haufen Energie. Diese Erregung breitet sich dann weiter aus, erreicht auch die tiefer liegenden Bereiche. Dann kriegen sie auch noch eine Aktivierung von Bereichen da unten. Die gehen dann mit diesem Gefühl der Angst einher. Und dann wird es höchste Zeit, sie merken auch, dass der ganze Körper durcheinander kommt. Und dann merken sie, jetzt wird es höchste Zeit, dass ich eine Lösung finde, weil diese Inkohärenz ist dann eigentlich nicht mehr auszuhalten. So, und wenn sie dann eine Lösung finden, also zum Beispiel die Lösung, dass sie eine schwierige Situation dadurch lösen können, dass sie Kontrolle zurückgewinnen. Wenn sie dann eine Lösung finden, dann führt das ja im Hirn dazu, dass ein Zustand, wo sehr viel Energie verbraucht wird, auf einmal runterfällt in einen Zustand, wo weniger Energie verbraucht wird, weil es jetzt besser passt und wieder passt. Und diese, nennen wir es mal so, dabei frei werdende Energie wird benutzt, um im Mittelhirn Bereiche, also Zellgruppen zu aktivieren. Das ist dann dieses berühmte Belohnungszentrum, was die Hirnforscher dann ausgemacht haben. Und von dort werden Botenstoffe freigesetzt. Die sind eigentlich was ganz Wunderbares. Die machen nicht nur ein gutes Gefühl, das ist auch schön, sondern das sind sogenannte neuroplastische Botenstoffe. Also die müssen sich so vorstellen wie Dünger. Immer dann, wenn Sie eine Lösung finden, wo Sie einen nicht passenden Zustand im Hirn in einen wieder passenden Zustand verwandeln, wird in Ihrem Hirn so eine Art Dünger ausgeschüttet und der führt dann über sehr schön untersuchte Prozesse dazu, dass Nervenzellen anfangen, nochmal Eiweiße zu machen, die sie schon lange Zeit möglicherweise nicht mehr gemacht haben und die sie aber brauchen, um neue Fortsätze auszuformen, um neue Kontakte zu machen. Und auf diese Weise wird immer das Netzwerk im Hirn, was sie gerade benutzt haben, um ein Problem zu lösen, das wird stabilisiert. Und das erzähle ich deshalb so lange, weil ich möchte, dass wir endlich verstehen, dass im Hirn des Menschen nicht die Probleme verankert werden, die wir haben, sondern dort werden die Lösungen verankert, die wir im Laufe unseres Lebens, und das ist eben immer sehr individuell, weil jeder andere Probleme hat, finden. So, wenn Sie also einen Menschen vor sich haben, wo Sie sich wundern, warum der so unterwegs ist, dann macht das viel mehr Freude und ist auch viel erhellender und auch viel hilfreicher, wenn Sie nicht sagen, der hat einen schlechten Charakter oder der hat die falschen Vorbilder gehabt, sondern der hat Probleme gehabt, für die er bestimmte Lösungen gefunden hat. Und nicht alle Lösungen, die man vor allen Dingen in schwierigen Situationen, wo es darauf ankommt, dass man die schnell löst, dann findet, sind dann auch immer optimale Lösungen. Eigentlich ist es sehr selten, dass wir unter Druckbedingungen günstige Lösungen finden, sondern wir finden eben erstmal eine Lösung für das Problem, eine andere Lösung kennen wir nicht. Und diese Lösung wird im Hirn sozusagen strukturell verankert. Das ist so, als ob Sie im Hirn aus einem Netzwerk, was zunächst erstmal aus dünnen Nervenbahnen besteht, allmählich Straßen machen und dann am Ende werden das Autobahnen. Und manche Leute kommen von den Lösungen, die sie einmal gefunden haben, gar nicht wieder herunter. So. Und jetzt können wir uns anschauen, wie das auf der Ebene des Einzelnen dann verwirklicht ist. Und da wird es dann relativ einfach, weil wenn wir uns jetzt die Situation mit der Pandemie anschauen, ist es ja so, dass eben doch nun sehr viele Menschen gezwungen waren, lebendige Bedürfnisse zu unterdrücken, die eigentlich zu ihnen dazugehören, die das Leben auch angenehm machen, die uns überhaupt lebendig sein lassen. Nehmen wir so ein Bedürfnis, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe. So, was machen Sie eigentlich, wenn Sie jetzt auf einmal diese körperliche Nähe nicht mehr leben können?
Oder das andere Bedürfnis, wir alle haben natürlich ein intensives Interesse an Austausch mit anderen Menschen. Dieser Austausch findet ja nicht nur verbal statt, sondern es gibt eigentlich einen viel tiefer reichenden Austausch auf der nonverbalen Ebene durch die Mimik beispielsweise. Und was machen Sie nun eigentlich, wenn Sie diese Ebene gar nicht mehr lesen können, weil die Partner, mit denen Sie, Ihr Gegenüber, mit dem Sie in diesen Austausch gehen, sein Gesicht verdeckt hat? Nehmen Sie dieses Bedürfnis, was uns allen innewohnt und mit dem wir schon auf die Welt kommen, dass wir natürlich in dieser Welt dazugehören wollen und dass wir auch etwas gestalten wollen, dass wir auch autonom sein wollen, dass wir auch vor allen Dingen mit anderen gemeinsam etwas gestalten wollen, wenn das jetzt nicht mehr geht, weil wir also Abstand halten sollen und uns an die Regeln halten müssen, dann ist auch dieses Bedürfnis nicht stillbar. Und auch so etwas wie unser Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit ist in solchen schwierigen Situationen dann nicht stillbar. Das heißt, das sind alles richtige, wichtige, lebendige Bedürfnisse, die wir Menschen in uns tragen, denen wir auch eigentlich diese ganze Freude am Leben verdanken. Und die gehen jetzt nicht mehr, die kann man nicht mehr stillen. Und das führt zu einer extrem starken Inkohärenz im Hirn. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Das führt zu einer extrem starken Inkohärenz. Die Nervenzellen feuern durcheinander. Es ist keine Lösung in Sicht. Es führt zu einer starken Verunsicherung. Es wird sehr viel Energie verbraucht. Und Sie merken, und wir alle merken, jetzt muss irgendeine Lösung her. Und diese Lösungen sind dann auf einmal fatal, wenn man das so etwas genauer anschaut, weil das Hirn, ob Sie das wollen oder nicht, das muss von sich aus dieses Problem lösen, sonst wird da oben zu viel Energie verbraucht und es entstehen dann Netzwerke, die sich über die Bedürfnisse legen und dieses Bedürfnis hemmen. So, und dann ist Ihr Bedürfnis nach körperlicher Nähe weg. Und dann ist Ihr Bedürfnis, die Mimik des anderen zu lesen, weg. Gucken Sie gar nicht mehr hin. Dann ist das Bedürfnis meinetwegen von Kindern, gemeinsam mit anderen herumzutoben und irgendwas zu bauen und zu entdecken und zu gestalten, erstmal weg. Und auch das Bedürfnis, jetzt doch autonome Entscheidungen zu treffen, wenn Sie die ganze Zeit in so einer Zwangssituation sind, wo Sie doch sich an diese ganzen Regeln und Verordnungen halten müssen, ist eigentlich nicht mehr lebbar. Es führt dazu, dass Sie dadurch diese Inkohärenz im Hirn spüren. Sie brauchen eine Lösung und die Lösung heißt dann, Ihr Bedürfnis nach autonomen Entscheidungen wird gehemmt und dann haben Sie kein Bedürfnis mehr nach autonomen Entscheidungen. So, und so geht uns das. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das wissen. Ich bin jetzt 70. Wenn ich aber ein 7-jähriges Kind anschaue, das das für ein Jahr lang macht und seine lebendigen Bedürfnisse weghemmt und dabei Vernetzungen im Hirn aufgebaut werden, die auch wirklich richtig gut unterdrücken, sonst könnte das Kind ja in dieser Welt gar nicht funktionieren und hätte ständig wieder diese Inkohärenz. Wenn das ein 7-jähriges Kind für ein Jahr macht, dann ist das so, als ob ich das mit 70 für 10 Jahre mache. Und das macht das Problem. Und das führt dazu, dass wir eben doch jetzt auch sehr viele Kinder und Jugendliche sehen und auch eine Unmenge von Erwachsenen, die etwas lethargisch werden, die etwas resigniert sind, denen die Freude am Leben abhanden gekommen zu sein scheint. Und bei den Kindern sehen wir es ganz besonders deutlich, noch nie waren die Störungsbilder, die die Kinder- und Jugendpsychiater beschreiben, ist so ausgeprägt und in diesem Umfang verbreitet, wie wir das gegenwärtig sehen. Das sind also alles Folgen der Lösungen, die diese Kinder für die Probleme gefunden haben, die Corona-Problematik Corona-Problematik mit den notwendigen Maßnahmen gestellt hat. So, das will ich gar nicht werten. Ich versuche es ja nur zu beschreiben, was da vorgeht. Das Zweite ist, es gibt Erwachsene, die haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, sich an Vorgaben zu halten, die auch Führungspersönlichkeiten in ihrem Leben oftmals schon als Kinder in Form ihrer Eltern gefunden haben oder der Lehrer, die es gut mit ihnen meinten und die auch verlässlich waren. Und solche Menschen, die positive Erfahrungen mit
Führungskräften und Vorgaben gemacht haben, die haben kein Problem damit, das zu befolgen. Das ist ja eine Lösung, die sie sowieso schon die ganze Zeit haben. Das heißt, deren Lösungsschema wird immer fester. Die sind dann bereit, diese ganzen Dinge genauso zu machen, sind auch fest davon überzeugt, dass das alles richtig ist. Und damit, das kann manchmal so weit führen, dass jemand dann sogar ganz allein im Wald mit der Maske herumläuft. Und dann gibt es andere, die hatten weniger günstige Erfahrungen gemacht mit Führungskräften im weitesten Sinne, also in Form von Politikern oder Führungskräften bei der Arbeit oder im familiären Bereich. Und die sind misstrauisch, die trauen diesen Kräften nicht. Bei denen hat sich im Hirn eine Lösungsstrategie verfestigt und die heißt Misstrauen. Die lassen sich nicht auf das ein, was der andere sagt. Und je mehr der andere versucht, sie davon zu überzeugen, dass das doch alles richtig ist, was er da sagt, und dass er es doch nur gut meint, umso misstrauischer werden die. Und dann hat man plötzlich eine Situation, wo die eine Gruppe der Bevölkerung die Lösung darin sieht, dass sie alles einhält und alles so macht, wie es vorgegeben wird. Und es gibt eine andere Gruppe der Bevölkerung, die aus irgendwelchen Gründen zu der Erfahrung gekommen ist, dass es jetzt darauf ankommt, seine Autonomie zu bewahren und das gerade erst recht nicht zu machen, was die sagen. Und damit dann trotzdem einigermaßen Ruhe ins Hirn kommt, brauchen die eine Erklärung für das, was da passiert. Und natürlich werden dann schnell alle möglichen Erklärungen gefunden. Die verbreiten sich dann ja auch übers Internet. Und dann wird eben diese Vorstellung, dass es da irgendwelche dunklen Verschwörungen gibt, im Hirn gebahnt. Auch das ist eine Lösung. Wenn ich weiß, da ist irgendjemand anders dann schuld, ist es eine Lösung. Und das Letzte, was ich an der Stelle vielleicht noch erwähnen möchte, ist eben, dass in einer solchen Gesellschaft, in der dann plötzlich solche Gräben zwischen Menschen mit ihren unterschiedlichen gebahnten Lösungen entstanden sind, es immer schwerer wird, so etwas aufrechtzuerhalten wie eine Überzeugung, dass Konsens miteinander gefunden werden kann. Dass Einigung, wenn das Ganze mal vorbei ist, auch wieder möglich ist. Das halte ich für sehr problematisch. Ja, und wenn wir uns noch kurz auf die Ebene der Gesellschaft bewegen, und damit schaffe ich dann ja auch den Übergang zu Herrn Rosa, in der Gesellschaft geht das ganz genauso. Auch in der Gesellschaft kann es sehr inkohärent werden, dann wird sehr viel Energie verbraucht, in Klammern. Auch das könnten wir uns mal überlegen, wenn wir uns fragen, warum unser Energieverbrauch in der westlichen Welt so hoch ist. Es geht möglicherweise hier bei uns eben sehr inkohärent zu. Und in einer Gesellschaft, in der dann so eine Inkohärenz dazukommt, wie wir sie jetzt mit der Corona-Problematik haben, werden dann Lösungen gefunden. Und diese Lösungen werden ebenfalls strukturell in der Gesellschaft verankert, in Form von Warenflüssen, in Form von Informationsflüssen. Da werden auch bestimmte Strukturen in der Gesellschaft gebahnt, die es vorher in dieser Weise nicht gab und die dann durchaus auf einmal eine feste Struktur in der Gesellschaft bekommen. Als schönes kleines Beispiel dafür kennen wir das Phänomen der Digitalisierung, die vor 2 Jahren hätte das keiner für möglich gehalten, dass das auf einmal so schnell vorangeht. Das ist eine Lösung, die wir gefunden haben und die sich jetzt unter den Bedingungen der Pandemie in vielfacher Hinsicht bewährt hat. Eine andere Lösung, die gefunden worden ist, besteht darin, dass man eben jetzt nicht mehr in das Geschäft geht zum Einkaufen, sondern Online-Geschäfte abwickelt und dieser ganze Online-Handel auf einmal eine ganze Struktur bekommen hat. Das sind ja Riesenfirmen entstanden mit Logistikzentren und entsprechenden Versorgungssystemen bis dorthin, dass also die ganze Papierindustrie sich im Augenblick umstellt, weil sie gar nicht so viele Ausgangsstoffe, also so Verpackungszeugs da herstellen können, wie das von diesem Onlinehandel angefragt wird. Das sind Strukturen, die in der Gesellschaft entstanden sind. Eine andere Struktur, die auch interessant ist, ist, dass auf einmal es handelt sich ja um mRNA-Impfstoffe. Das heißt, es ist natürlich, auch wenn wir das immer nicht gerne so ausdrücken, aber es ist natürlich ein Eingriff in einen Mechanismus in der Zelle, der schon eher in die Ebene der Genregulation gehört als in die Immunologie. Also, und damit hat sich auf einmal diese ganze Gentechnologie weitgehend durchgesetzt. Das ist eine Lösung, die wir jetzt gefunden haben, wunderbar. Und die öffnet neue Perspektiven.
Was wir auch sehen, ist, dass eine Lösung darin bestanden hat, dass man erstmal regionalisiert ist. Gerade nachdem wir eben so sehr über die Globalisierung und die Folgen für andere Länder gesprochen haben, wird das ja überdeutlich. Also man fokussiert sich in solchen schwierigen Zeiten wieder auf sich selbst und seine Region oder seine Nation. Und damit entstehen wieder Strukturen, die eigentlich gar nicht wünschenswert sind, wenn wir davon ausgehen, dass wir doch alle in einem Boot sitzen und eine globale Welt haben. Und das Letzte, das wissen wir ja auch, das sind dann die Veränderungen auf der Ebene, ich weiß nicht, ob ich das Freizeitbetrieb nennen soll, aber es werden viele Gaststätten, viele Reiseeinrichtungen und was es auf diesem Markt alles gab, nicht mehr geben. Die ganze Kleinkunst, die Kunst überhaupt hat es extrem schwer. Ja, und dann ist es natürlich schwierig. Und es wird dann auch eine Veränderung der Kulturgewohnheiten geben, die dann alle auch anhaltend sind. Denn von allein dreht sich das ja nicht wieder um. Wenn dann plötzlich wieder alles gut ist, dauert es entsprechend lange, bis solche einmal gefundenen und strukturell verankerten Lösungen sowohl im Hirn des Einzelnen wie auch auf der Ebene der Gesellschaft dann wieder überschrieben werden können, überbaut werden können, verschwinden können die dann ja gar nicht mehr. So, und das Fazit meiner ganzen kurzen Vorstellung hier heißt, es ist alles in Ordnung. Wir müssen nur bei allem, was wir tun, sehr genau wissen, was wir da tun. Und die Gefahr ist ständig groß, dass wir in einer akuten Notsituation Dinge tun, die langfristige Folgen haben, die wir erst viel, viel später spüren und die dann auch natürlich viel, viel schwerer wieder aufzulösen sind. Veränderung ist immer möglich. Auch Fehler und Sackgassen, in die wir geraten sind, können wir wieder auflösen. Aber es ist sehr schmerzhaft und es ist nicht so einfach. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den zweiten Teil dieses Vortrages von Herrn Rosa.